Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder auf Grand RP. Heute haben wir uns als Baustellenmitarbeiter ausgegeben und haben bei den Leuten die Eingänge zugemacht. Ich wünsche euch viel Spaß und der Link für Grand RP ist natürlich in der Beschreibung. Kommt gerne drauf und kommt in meine Familie. 27 Leute im Personal und Nationalität Roma. Name Schmierölhändler. Kommt vorbei, ich freue mich auf euch und viel Spaß beim Video. Sie wissen schon, das ist ein Baugebiet hier, ne? Hier wird gebaut, also Sie können hier nicht stehen, das geht nicht. Die Dame, ne? Ich hab's Ihnen gesagt, wir haben jetzt hier die Häuser hingebaut. Ja, können wir nichts machen, ne? Gut, ne? Dann, ich hab Feierabend, ich muss mich noch mit dem Alfredus treffen, ne? Bis später. Hallo? Na, Kollege, steig mal aus. Der Herbert? Nee, mein Name ist Hans Knäckebrot, ich bin von der Baubehörde. Nee. Na doch. Ja, ich bin von der Baubehörde. Folgendes hier, da ist jetzt Beton im Mischer. Das muss jetzt hier runter gemacht werden. Hier, Kollege, kannst du mal bitte die Straße schon mal absperren? Straße absperren? Ja, sperr mal bitte die Straße ab. Womit denn? Na, mit der Sperrung. Sperre mal die Straße ab. Ach so, ja gut. Vom LKW, oder? Naja, hier die Straße absperren. Einfach hingehen, absperren. Na gut. So, ja, na, wie gesagt, also wohnen Sie hier, oder? Ja, ich bin der Besitzer. Ja, na, wie gesagt, also ich bin Hans Knäckebrot von der Baubehörde. Und wir müssen halt, wie gesagt, hier was, wir haben hier einen Bauauftrag. Ich hoffe, das ist jetzt hier kein Problem. Ja, der Kollege hat dort schon abgesperrt. Zeigen Sie mir mal bitte den Bauauftrag. Ja, warten Sie kurz. Wo war der denn hier? Alles mit der Ruhe, nicht? Gucken Sie mal hier, in meinem Buchlein habe ich das drin. Das ist vom Herrn Alfredo. Der hat gesagt, hier muss ein Haus hingebaut werden. Hauen Sie mal rein. Okay. Ja. Von der Regierung auch, okay, alles. Ja, das ist von der, das ist hier von hier, ne? Von der Eliten ist das. Ja, alles tiefenentspannt, ne? Gut, dann mache ich mal hier meinen Lack da rein, also hier mein Mischer, mein Beton. Ja, das ist Flüssbeton ist das. Das ist wichtig, dass man den immer dreht. Da müssen sie dran denken, weil das ist halt wichtig, dass der immer gedreht wird, sonst wird der fest und harte. Und da können sie das. Ja, stimmt. Ja, da können sie das Gelumpe, da können sie das gar nicht mehr benutzen, ne? Dann verschwinden wir, ja. Wir wollen hier nicht stören bei der Arbeit. Wohnen Sie hier, oder? Ich wohne direkt hier, das Gebäude hier. Ach so, na, der Bauauftrag, der ist ja genau vor dem Gebäude. Na, wir bauen das Haus erstmal fertig. Warten Sie mal kurz. So, ich lasse mal hier den Beton raus hier. Ahmed, kannst du mir mal helfen, das Gerüst zu bauen? Klar. Also ich glaube, das ist da drin schon alles fest. Nee, das ist ein Schnellbauhaus. Nee, die haben doch gerade gesagt, das muss ich drehen, das dreht sich gar nicht. Ja, doch, das dreht sich, das wird schnell gebaut hier. So, eigentlich müsste das gleich fertig sein. Das muss ich drehen, sonst wird's fest. Das dauert noch ein bisschen, das Gerüst. Jetzt kannst du hinsetzen. So, das Haus ist jetzt fertig. Ja, gut. Ist doch gut. Das war ein guter Beton. Das war ein Schnellbeton. Alter, kann man da direkt einziehen? Ja, das sucht auf jeden Fall noch Leute. Also wenn sie da einziehen wollen. Ja, ich nehme das. Gut, das können sie einfach. Da müssen sie hier zum Immobilienmakler gehen. Wir sind nur die Baufirma. Ich bin, wie gesagt, Hans Knäckebrot von der Baubehörde. Also, gut. Wir müssen dann weiter, ne? Ach, du Kacke. Wo ist jetzt mein Haus hin? Na, das ist halt so eine Erweiterung. Wünschen viel Spaß. Eine Erweiterung. Ja. Ach so, und die, das bleibt ja auch alles so stehen. Das ist jetzt in Beton, Junge. Gut, tschüss. Und mein Auto? Ja, na, das ist einbetoniert. Das ist eine gute Erinnerung für später mal. In 20 Jahren kannst du das rausholen. Hallo. Oh, ach du Scheiße. Der Herr, oh, das tut mir aber leid. Ich bin Hans Knäckebrot von der Baubehörde. Oh ne, Hans, was hast du denn jetzt schon wieder getan? Scheiße, was ist denn hier passiert? Oh, der Mann ist tot. Ja, scheiße. Was hast denn du gemacht? Na, ich meine hier, Flüssigbeton. Warum machst du das? Na, der Flüssigbeton. Hat der? Ja. Nein. Doch, der Herr, geht's ihm gut? Ja, es geht. Ja, sie hören sich aber nicht so an. Also, was wollten sie hier machen? Natural, Smoothies, Fruitjuice, Wheatgrass, Kokonuts, Sandwiches. Wollen sie Sandwiches hier holen oder was? Nein, okay. Was? Haben sie überhaupt einen Führerschein? Nee, deswegen müssen wir auch jetzt schnell weiter. Nicht, dass sie die Bullen rufen, die Bulletten hier. Gut, dann bis später. Hallo? Guten Tag. Ja, kommen Sie mal, folgen Sie, ja. Also, folgendes hier, das ist jetzt hier bitte, guten Tag, ich bin Hans Knäckebrot von der Baubehörde. Folgendes, wir sind hier, wir haben einen Bauauftrag, deswegen, das ist auch hier, wie gesagt, das ist hier Stahlbeton. Also, wenn Sie den einatmen, das ist nicht gut, deswegen, ja, Ahmed, gib mir mal bitte ein Brett. Ein Brett? Ja, ein Brett. Ja, bitte. Ja, danke, dann mach ich erstmal hier den Eingang zu. So, ja, wie gesagt, hier, das Ding ist jetzt erstmal abgeschlossen, weil wir machen hier gerade einen Hausbau, Neubau machen wir hier hin. Okay, ja, das ist schon so abgeklärt. Die Sache ist, dass da noch eine Schulung gerade drin ist. Ach so, ja. Ja, ich gehe sonst durch den Hintereingang einmal rein und... Ja, machen Sie das, gehen Sie da rein. Jo. Dann sagen Sie auch drinnen mal Bescheid, dass die da dringend, also da geht's jetzt nicht mehr raus und rein, weil wie gesagt, wir müssen hier bauen, das ist wichtig, das muss heute fertig werden. Alles klar. Sonst kommt der Meister wieder und der sagt hier, weißt du, Kranplätze müssen verdichtet werden. Ja. Alles klar, gut, weiß ich Bescheid. Ahmed, ne, dann machen wir mal hier, holen wir hier den Flüssigbeton.
Mach ich. Guten Tag, der, das ist eine Baustelle hier. Untersuchen Sie was Bestimmtes. Ja, ich wollte eigentlich da rein, aber... Na, das ist, wie gesagt, wir haben hier flüssigen Stahlbeton. Der Knäckebrot? Ja. Wo soll ich denn das Ganze hinbauen? Na, das muss, naja, wir müssen hier gleich mal auskippen, den Schutt. Und ja, dann müssen wir hier, Quadrat machen wir hier hin. Oh, jo, hier direkt, oder was? Ja, hier muss das Haus hin, auf jeden Fall. Soll ich das, den Wagen am umpacken, ne? Ja, oder wir müssen eigentlich erstmal den Kran aufbauen. Später. Was, hä? Das ist hier, wir gießen hier gerade Stahlbeton. Das ist nicht gut hier wegen der Augen und so. Deswegen ist da abgesperrt, da kommen sie gerade nicht rein. Und wenn wir da arbeiten wollen, wie machen wir das jetzt? Na, wir müssen erstmal hier die Baustelle fertig machen, ne? Das ist eine Baustelle hier. Ja, und wie lange dauert die Baustelle? Na, das dauert ein bisschen. Ich muss eben kurz eine Vermessung machen. Warten Sie mal ganz kurz. Ahmed, kannst du mal bitte dahinter gehen, damit ich die Messung machen kann? Was soll ich machen? Dahinter gehen, damit ich. Ich muss die Messung machen. Geh mal dahinter. Ja, so, okay. Ja, jetzt mal bitte immer tanzen, damit ich das auch vermessen kann, ordentlich. Ja, okay. Und immer bitte hier nach links nochmal. So, genau, die Vermessung. Bitte nicht hier reinlaufen. Wir machen gerade Vermessung, ja? So, bitte die Arme einmal heben. Die Arme einmal heben. Ja? Wie viel Abstand ist denn da noch? Ist da noch Platz? Ist da noch Platz? Komm mal her. Ist da noch Platz? Scheiße, was machen wir mit dem Busch hier? Scheiße, na, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das haben die uns von der Baubehörde aber falsch übermittelt, dass da noch ein Busch steht. Da sind noch mehrere anwesende Personen im Gebäude, die das Gebäude aktuell nicht verlassen können. Quarantäne, Quarantänezone, die können doch nicht raus, hier Spritzbeton. Ja, das ist ein Problem, das sind mehrere Leute und es ist gerade nicht so... Warten Sie kurz, ich rede mal mit denen. Ahmed, setz dich mal bitte in den Kran rein, der Kran ist schon aufgebaut. Jo. Hilf. Hallo? Hallo? Ja, na wie gesagt, wir müssen ja erst fertig bauen, das geht sonst nicht, ne? Das ist hier, ist überall Spritzbeton. Wie sieht's denn aus mit der Anwaltschaft, die vorhin hier noch war? Na hier, wir machen hier erstmal den Spritzbeton und dann, wenn wir fertig sind, wird das wieder eröffnet. Können Sie mich noch mal hinbringen, der Herr? Bitte? Das kann ich gerade leider nicht, dafür musste die Absperrung einmal weg, dann kann ich sie zu Ihrem Kurs wieder... Nee, das geht ja gerade nicht, weil wir müssen hier das Haus noch fertig bauen. Spritzbeton, das haben wir ja verstanden. Sorry, der Herr. Tut mir leid, dass ich nicht geantwortet habe. Wie gesagt, ich bin Hans Knäckebrot von der Baubehörde und wie gesagt, das muss hier erstmal gebaut werden, das Haus. Also, na, hier ist Baugebiet. Was machen Sie? Wir machen hier gerade Vermessungen, das geht nicht. Ja, da drinnen sind noch Leute. Ja, das ist Quarantäne, weil wie gesagt, Sie haben sich schon mal Spritzbeton eingeatmet. Das ist schlimm. Na, passen Sie auf, wir bauen hier gleich das Haus hin, ne, mit dem Kran. Der Kollege sitzt schon im Kran dort drinnen. So, der Herr, bitte hier ein bisschen Platz machen. Wir bauen jetzt das Haus hier gleich hin. Sie müssen, hätten uns hier ein Haus. Ja, hier ist das, ich bin von der Baubehörde, wie gesagt, ich habe einen Auftrag, du musst ein Haus hin. Keule, erstmal möchte ich deinen Auftrag sehen. Na, mein Auftrag, warten Sie. Ernst genau, Auftrag will ich sehen und dann möchte ich auch noch die ganzen Genehmigungen sehen und ansonsten kannst du hier gleich wieder mit den ganzen Kollegen abtraben und das ein bisschen plötzlich. Ich habe hier das Dokument, habe ich dabei, in meiner Mappe, warten Sie kurz. Ja. Sehen Sie hier, da steht schwarz auf weiß. Nee, sehe ich nicht. Das ist von der Baubehörde genehmigt. Nee, da steht Wasserrohrbruch. Wie Wasserrohrbruch? Nein, hier wird ein Haus gebaut. Das sage ich doch die ganze Zeit, hier wird ein Haus gebaut. Sie laufen hier gerade in Spritzbeton. Das ist die Vorsehung für das Haus. Können Sie bitte... Ist mir egal, wo ich langlaufe. Na gut, dann haben Sie aber Spritzbeton an der Pfoten dran. Also gut. Herr Pelmeni, können wir nun das Gerüst setzen? Wir können das Gerüst setzen. Ich habe alles vorbereitet. Gut, dann bitte ich Sie mal hier alle bitte Platz zu machen. Nicht, dass Sie im Spritzbeton festhängen. Achtung, bitte. Hallo, Ace. Ich würde Ihnen empfehlen, wirklich, bitte... Gehen Sie zur Seite. Sehen Sie, da gehen Leute durch die Absperrung. Hier, stopp. Hier ist... Hallo, die Herren, Sie können hier nicht durch. Können hier nicht durch. Hier ist gerade Bauarbeiten, ja? Hier wird gerade Spritzbeton rausgelassen. Ja, das ist uns schon aufgefallen. Ja, sie dürfen das nicht einatmen. Warum sagt man uns denn nicht Bescheid? Ja, das war eine schnelle Baumaßnahme hier. Wir sind von der Baubehörde und wir bauen sehr schnell. Also das wird sich dann gleich wieder lösen. Ja, wie schnell denn? Naja, also das wird jetzt nicht länger dauern. Was ist denn das hier für eine Drecksbaufirma? Ich kann hier nicht mehr aus meinem Palast rausgucken. Ja, na, das ist Quarantäne. Hier ist Spritzbeton. Wie gesagt, also das wird nicht länger dauern als fünf Stunden. Was ist denn das hier? Fünf Stunden, ja. Wie, fünf Stunden? Na, wir müssen ein Haus bauen. Hast du mal auf den Tacho geguckt? Ich hab noch Chicken Wings im Ofen. Na, ja gut, das tut mir leid, aber das ist auch gefährlich, wenn sie jetzt hier rausgehen. Ja, kann ich dir meinen Schlüssel hier irgendwie hier geben? Du musst die Chicken Wings aus dem Ofen holen, nicht? Ja, stimmt. Na, wir sind gleich fertig. Warten Sie einfach. Ingrid hat auch noch einen Tee aufgesetzt, der kommt gut. Dann lasse ich mal kurz den letzten Beton raus und dann müsste es eigentlich fertig sein. So, die Herren, wir haben hier einen Bauauftrag. Ahmed, lass mal bitte den Beton raus hier. Ich bin hiermit vorläufig festgenommen. Was? Ja, das geht nicht! Wir bauen doch gerade das Haus fertig. Also, wir bauen das Haus fertig. Gehen Sie bitte, Frau, gehen Sie bitte von der Fläche runter. Das Haus ist fast fertig. Sie sind mitten im Spritzbeton, ja? Das Haus ist fertig. So, ich hab doch gesagt hier. Jetzt ist der Köter eingebuddelt hier. Der Köter ist jetzt eingebuddelt. Scheiße, der Köter ist im Haus. Der ist im Spritzbeton gefangen. Scheiße. Na, ich hab doch gesagt, wir haben einen Bauauftrag. Das Haus muss hier fertig gebaut werden. Der Herr, wir fordern Sie jetzt noch einmal
einmal auf die Hände hoch. Jetzt erstmal guten Tag, ich bin Hans Kneckebrot von der Baubehörde. Wir haben hier den offiziellen Bauauftrag von der Baubehörde, ja? Und das Haus hat gerade einen armen Köder einbetoniert und ich habe doch gesagt, sie sollen hier weggehen. Wer hat denn das jetzt veranlasst? Irgendwer muss ja der sein, der... Hören Sie mich. Wir hören Sie laut und deutlich. Also, ich habe eine E-Mail bekommen oder beziehungsweise ein Fax bei uns. Wir sind da noch nicht so mit der Technik. Wir kriegen da noch ein Fax rein. Und da stand drauf, hier 23 Uhr, gegen 23 Uhr muss hier das Einfamilienhaus vor der Regierung fertig sein. Und dann haben wir uns Spritzbeton eingeladen, sind hierher gefahren. Der hat den Kran aufgebaut, der Kollege. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt ist jetzt die Scheiße, jetzt ist der Hund einbetoniert. Was machen wir denn jetzt? Die Leute wollen raus. Ach so, ja, na die Tür kommen wir jetzt. Warten Sie mal, wir machen erstmal die Tür wieder auf. Genau, dann machen Sie bitte erstmal die Tür auf, damit die Leute nicht mehr ein... Das wäre sehr lieb, der Herr, danke schön. Kann man das... Damit machen wir die Bretter ab. Ja, oh, das sind schwere Bretter. Junge, ich wieder rangemacht. Was ist denn das für ein Haus hier, Alter? Na, das ist, wie gesagt, ist hier irgendwie oben? Ey, wer von euch Flaumflicker hat das Haus hier hingesetzt? Na, wir beide. Ey, ihr seid solche Einwegschlüpfer. Wir haben das hier eingebaut. Ihr seid solche Einwegschlüpfer. Nichtsdestotrotz haben wir eigentlich nicht das Recht, Innenräume abzusperren. Hölle, und damit die Fluchtwege zu, die Fluchtwege, was wäre gewesen, wenn es hier angefangen hätte zu... Es gibt doch noch Fenster! Nein, da kommt man nicht raus, mein Freund! Naja, hören Sie mal zu, Wir haben doch gerade vorhin gesagt, wir haben hier massiv Spritzbeton eingegossen und das erzeugt ja Dämpfe und wir wollten halt auch nicht, dass die dann krank werden, ne? Deswegen musste das hier abgesperrt werden. Na, aber falls die ja rausgehen und in unseren Spritzbeton reinlaufen, die Kühe da, das geht doch nicht. Das sind doch alles, die haben doch alle in Schuss, die ganzen Regierungsmitarbeiter, die laufen über unseren frischen Beton drüber. Mein Herr, bitte lassen Sie mich ausreden. Bitte. Wenn Sie sich ein bisschen informiert hätten, wüssten Sie ganz genau, dass der hintere Ausgang nach unten führt und nach hinten aufs andere Gebäude ist. Dort werden Sie rausgekommen. Das hat mit Ihrem Spritzbeton gar nichts zu tun. Ja, es ist wirklich Bauarbeiter auf Fisch bestellt hier, oder was? Also nur weil wir aus dem Osten kommen und günstig sind? Was ist denn das jetzt hier? Ihr seht aus, ich komme auch aus dem Osten und ihr seid beide Einwegschlüpfer. Also so ein schlechtes Haus habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Haben Sie gesehen, wie schnell wir das hier hingebaut haben? Und Sie regen sich auf? Im Osten. Ja, eben deswegen seid ihr ja Einwegschlüpfer. Da baut man noch mit Ziegelstein und sonst irgendwas. Wissen Sie was? Spritzbeton und Holzbretter. Ich sag Ihnen mal, das ist nämlich mein Haus. Das habe ich aus privatem Interesse gebaut. So, jetzt ist es raus. Wer sind Sie eigentlich? Ich bin Hans Kneckebrot von der Baubehörde. Ja, es ist echt, du siehst eher aus wie so ein Zwieback. Wie so ein richtig alter Zwieback. Na gut, wissen Sie was? Nee, weil Sie so böse zu mir waren? Weil Sie so böse mit mir waren? Fahr ich jetzt einfach weg und lass das Haus da stehen. Das wird nicht nochmal abgerissen. Ja, Den Kran schenken wir Ihnen auch. Männer, das Haus bitte abbauen. Nee, das bleibt jetzt da stehen. Und wenn wir festgenommen werden, bleibt das noch länger stehen. Ja, das ist eh mein Haus. Das lasse ich da stehen. Das schenke ich Ihnen. Ich wink dich mal hier rein. Achtung, gehen Sie mal bitte weg. Ich muss den Kollegen hier reinwinken. Noch ein Stück. Perfekt. Was wollt ihr hier abladen? Stopp. Der Herr, das geht Sie erstmal gar nicht an. Sind Sie der Besitzer des Hauses? Nee, ich bin hier aber Familienmitglied. Darum frage ich Sie ja gerade. Hallo? Hallo? Hallo, mein Name ist Hans Kneckebrot, ich bin von der... Oh, was ist denn das für ein niedlicher Hamster? Verkaufen Sie den? Ne? Nee, den verkaufe ich leider nicht. Na, auf jeden Fall, ich bin Hans Kneckebrot von der Baubehörde. Wir haben hier einen Bauauftrag bekommen für Ihr Grundstück. Das ist, da ist ein Rohr scheinbar geplatzt. Und dann müssten wir das renovieren und dann muss ja auf jeden Fall erstmal dicht gemacht werden. Oh, wo kommt denn das raus? Du hast das noch gar nicht gesehen. Na, das haben wir nur rübergefaxt, mit dem Faxgerät bekommen. Vom Fax? Ja. Das geht noch heutzutage? Ja, das ist bei uns sehr aktuell. Wir kennen uns noch nicht so aus mit dem Internet. Ah, okay. Ich sag das mal eben den Leuten Bescheid, dass hier noch ein Rohr geplatzt ist und dann warten sie kurz. Ja. Hallo? Ja, Hans Kneckebrot von der Baubehörde, mein Name. Folgendes, bei Ihnen ist ja scheinbar ein Rohr geplatzt. Wir haben hier einen Bauauftrag bekommen von der Baubehörde. Keine Ahnung, warte mal ganz kurz, hier steht irgendein Typ von der Baubehörde. Ja, Hans Kneckebrot, mein Name, von der Baubehörde. Deswegen wollte ich Ihnen nur informieren. Holen Sie mal bitte den Bagger. Ja, da wollte ich Sie eben nur informieren, dass wir hier die Bude kurz mal dicht machen müssen. Naja, ich gehe mal eben gucken, was der Kollege macht. Hallo, ich bin Hans Kneckebrot von der Baubehörde. Da kommt schon mein Kollege mit dem Bagger an hier. Gehört Ihnen das Grundstück hier drüben? Da ist ein Rohr geplatzt. Fahren Sie mal bitte zur Seite, hier sind Bauarbeiten. Sehr gut. Ja, dann fahren Sie mal bitte aufs Grundstück. Das Auto muss erst mal weggefahren werden, ja. Oh, das ist aber nicht gut. Das ist... Aua, das tut weh. Also, die Autos braucht ihr, glaube ich, noch nicht kaputt machen. Die müssen ja weg vom Grundstück. Hier wird ja gebaut. Die müssen weg vom Grundstück. Ja, hier wird gebaut, ja. Sind Sie da sicher? Da bin ich mir sicher. Das Rohr ist, wie gesagt, geplatzt. Ja, das ist hier im Untergrund. Wo im Untergrund? Na, unten drinnen. 346 Minuten später. Lass mal woanders hin. Wir regieren echt scheiße so. Sehr, sehr, sehr viel später. Oh, Scheiße. Ich hab Wodka gestoffen. Schönen guten Abend. Mein Name ist Hans Kneckebrot von der Baubehörde. Wir haben hier einen Rohrbruch identifiziert. Ist das richtig? Nee, das ist hier bei den Nachbarn gewesen. Bei den Nachbarn? Aber da ist ja gar keiner zu Hause. Das kann ja gar nicht sein, dass das da aufgefallen ist. Nein, hier oben bei den Nachbarn. Sind da welche zu Hause? Ja. Na, also eigentlich ist hier das Rohr gebrochen, habe ich gehört. Kollege, hol mal bitte die Spanplatte und stell die mal dort auf. Ja, mache ich, Meister. Wir müssen ja alles aufmachen. Hören Sie mich? Ja. Ja, na, der Kollege macht erstmal zu, damit jetzt hier keine Unbefugten reinkommen, weil wir müssen hier baggern.
Ja, gut, das ist schon mal gut, wa? Ist hier noch irgendwo ein Eingang, wo unbefugte Zutritt sich verschaffen könnten? Ja, dort vorne. Na, was lachen Sie da? Wir müssen das ganze Grundstück jetzt aufbaggern, das ist Ihnen schon bewusst. Aber der Kollege müsste jetzt erstmal den großen Kran noch aufstellen. Ja, dann machen Sie das mal. Weil wir müssen halt im Notfall... Guten Tag, hier ist Knäckebrot von der Knäckebrotgesellschaft. Wir müssten im Notfall auch die Bude abreißen. Doch, doch, nee, das Rohr liegt ja da drunter, aber keine Sorge, Sie kriegen ein Ersatzhaus. Ey, das ist wundervoll, wirklich. Wir gucken jetzt, ist der Kran ist... Ah, der Kran wurde geliefert, sehr gut. Die Herrschaften, wir haben hinten auf dem LKW ein Ersatzhaus auf der Zwischenzeit für Sie, die würden wir einmal hinbauen. Pack mal aus, Brian. Alles klar. Ja, das haben wir gerade, dankeschön. Ne? Ja, da können Sie eben. Da können Sie eben wohnen eine Woche. Das müsste für eine Woche reichen, ja? Ist das jetzt unser neues Haus oder was? Für eine Woche, ja, das ist ja nur eine Woche. Ach nee, oder? Also das, nee, oder? Doch, eine Woche. Ach nee. Ich find's ganz geräumig, Alex. Ja, dann ist ja perfekt, dann können wir jetzt erstmal eine Mittagspause machen. Kommen wir fahren. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Entschuldigung. So. We'll be right back.